Servus Leute, willkommen zurück zu Divine Divinity. Und weil ich mich letztes Mal extra blöd mit nochmal ein Bonus Dummheit angestellt habe, habe ich wieder mal Osoma dabei und Stevie. Hi. Gut, Steve sagt nichts. Ein paar Katze. Dinge, die ich, ein paar Dinge, die ich ganz gerne hätte, dass du es immer machst. Katze töten. Nein. Nein, die kannst du nicht töten. Will ich auch nicht töten. Du hast ja jetzt inzwischen schon ein paar bei zwei Leuten so ein bisschen den Ruf verkackt. Also zuerst einmal geh zum Zwerg. Das mit der Karte noch schnell. Wo ist die Karte hin verschwunden? Die war doch da oben. Geh zum Zwerg, oh Gott, wo war denn der? Links oben. Und Da? wenn ich M sage, dann kannst du auch einfach M drücken, dann ist die Karte da. Nein, das ist nicht ganz links oben, ein Haus Achso, drüber. das meinst du mit M? Ich dachte, du meinst so M, so überlegen, so M. Welche Taste war es denn? Nein, nein, wie ging das mit der Map? Ich sag M. Ja, die M-Taste. So, Tschüss. rede mal mit dem Zwerg, bitte. Ach, da ist der Zwerg. Ah, Menschen, lasst doch keine gute Ausrede einfallen, mich jetzt zu belästigen. So, du hast das letzte Mal gesagt, von wegen das erste und das zweite wäre böse, ist es aber tatsächlich nicht. Was ist das da? Ihr habt mit Menschen Probleme. Was hast du das letzte Mal genommen? Du solltest. Nee, du hast das letzte Mal nicht genommen. Ich meine bloß, du hast gesagt, es wäre erst und zweite wäre böse, also nehme ich es lieber nicht. Und ich sage dir, es ist nicht böse. Dann machen wir mal. Ich habe eben nicht gelesen. Ach, egal, ihr habt wohl Probleme mit Menschen. Habt ihr nur mit Menschen Probleme oder mit jedem, der größer ist? Letzteres. Wollt ihr nicht verschwinden und lieber dem Elf auf die Nerven gehen? Diese Sorte ist doch so empfänglich für sinnloses Gequatsche. Und vielleicht macht ihm auch eure nach Schweine stinkenden Menschenhaut nichts aus. Ich habe das letzte Mal anders gesprochen, aber scheiß drauf. Ihr seid mir wie ein. Was? Ihr seht mir aus wie ein grausam schlechter Heiler. Flüstern sind großen Schwierigkeiten. Bla bla. Könnt ihr mich heilen? Soll ich abhauen? Mach mal das Erste. Seid bestimmt schlecht. Habt ihr denn noch nie etwas von den legendären Heilkräften der Zwerge vernommen? Mensch! Geschickt in Stein und Bein, wie man so sagt. Habe ich noch nie gehört. Nun, ihr seht vor Otto Ragnif. Moment. Otto. Rignaforoxix. Ogno. Rignaforoxix. Otto Rignaforoxis. Einem stolzen Diener der ewigen Quelle. Allerdings habe ich in der letzten Zeit nicht viel Ewiges an ihr bemerkt. Verdammter Mist. Hätte fast Ogmo gesagt und Ogmo ist eine Figur Super Meat Boy. Otto Rignaforoxix. Danke für den Zungenbrecher. Otto Rignaforoxix. 10 Meter über die Nicht so Quelle. ein Zungenbrecher. Naja, ich finde den Namen seltsam. Dieser Qu Oh. Ja, ich hab's mit dem verkackt schon. Minus 35. Ich sag dir ja, du hast bei ihm gestohlen, also trotzdem. Mach weiter. Die Quelle ist ein unermessliches Kraftfeld, das alle Lebewesen dieser Welt gibt. Indem wir unseren Geist mit ihr verbinden, können wir lebensspendende Energie sammeln. Wenn wir diese dann auf andere Lebewesen umleiten, gelingt es uns, wundersame Heilerfolge zu erzielen. So zumindest die Theorie. In der Praxis bin ich auch schlecht. Aber es gibt nur wenige wie mich, die den Bogen wirklich raus haben. Was mir jetzt schon auffällt, irgendwie, man hat mehrere Möglichkeiten, beziehungsweise die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Dann da minus 35. Sweet Amoris lässt grüßen. Na, das ist ein bisschen was anderes, denn wenn ich diesen Typ hier daten müsste, würde ich wahrscheinlich schreiend wegrennen. Wie sagt das mit der Quelle, irgendwas nicht stimmt? Bla 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 bla. Was nicht stimmt, was nicht stimmt, nichts stimmt, verdammter Mist. Ich kann keine Verbindung mehr zu meinem WLAN aufbauen, mehr zu ihr aufbauen.
Anfangs habe ich gedacht, dass ich zu viel von diesem ekelhaften Gesöff getrunken habe, das Goimoi-Bier schimpft. Alle Heiler hier haben die Verbindung zur Quelle verloren. Das wird die armen Burschen bestimmt umbringen. Gibt es Erkrankte, die nur noch die Quelle geheilt werden können? Ja, oh Gott, wie hieß der? Hieß der Thomas, der Typ, der im Bett? Simon. Ah, so, wegen Simon, genau. Stimmt, Thomas war irgendeine Figur aus Venice Dream, glaube ich. Soldaten, zwei davon. Beide haben ein Scharmützel von ein paar Ork-Banditen überlebt. Herkömmliche Heilkünste und die wenigen schwachen Heilzaubersprüche, die wir noch parat haben, konnten nichts ausrichten. Nur durch die strömende Kraft der Quelle könnten die zwei Burschen noch gerettet werden. Oder durch Goemois heilendes Schrein natürlich, aber der ist jetzt auch hinüber. Oh Gott, hat er eine anstrengende Stimme. Was ist mit Goemois heilendem Schrein auf sich, von dem ich gehört habe? Oh Gott. Ja. Goemoi besitzt einen Schrein, der mit der Quelle verbunden ist. Er erzeugt Heilkristalle, die wir für die Heilung unserer Patienten verwenden. Die benutzen nur wir, wenn wir besonders viele Patienten haben. Eine Verbindung zur Quelle aufzubauen ist sehr anstrengend, genau wie meine Stimme, müsst ihr wissen. Unglücklicherweise lädt sich der Schrein nicht von selbst wieder auf, denn auch er hat die Verbindung zur Quelle verloren. Es ist nur noch eine Ladung übrig und die reicht nicht aus, um beide zu retten. Einer dieser armen Tröpfe wird wohl sterben müssen. Ach, ich mag das Spiel. Nicht nur, weil es sehr Diablo 2 ähnlich ist, sondern auch, weil ich da ein bisschen Stimmen imitieren kann. Bei Diablo 2 ist das ja nicht so, da wird alles automatisch gelesen. Ah, blöd jetzt. Ihr könnt euch also nicht entscheiden, welche von beiden ihr mit dem letzten Heilkristall retten sollt. Das ist so einfach nun wahrlich nicht. Was? Das ist so einfach nun wahrlich nicht. Ist das ein richtiger Satz, oder? Ja, ist das ist mittelalterliche Sprache. Ach so, ja, die reden ja so komisch verdreht. Das ist so einfach wahrlich nicht. Unser Altersheiler verbietet es uns zu töten, auch durch unterlassene Handlung, versteht ihr? Gebt Goemois Patient den Kristall, dann wird meiner Tod sicher sterben. Oder umgekehrt. Wie wir es auch wenden, wir können eine Entscheidung über Leben und Tod fällen. Und das dürfen wir einfach nicht. Wo ist denn dieser Schrein zu finden? Wollt ihr doch die Sache in die eigenen Hand nehmen, Mensch? Ihr glaubt wohl, ihr könnt entscheiden, welcher der beiden guten Männer das Recht hat, weiterzuleben. Verdammt! Eine lange Zeit schien es mir, als wäret ihr gar nicht so abtrünnig, wie ihr aussieht. Ich hätte mich wohl doch lieber auf meine Nase verlassen sollen. Höchstens jeder Zehnte von euch Schweine heutigen Menschen hatte eine Seele. Wie sie die sieben Götter selbst einem jeden Schaf schenkten. Ich werde euch niemals erzählen, wo sich der Schrein befindet. Dann könnt ihr auch keinen Schaden anrichten. Und verschwindet. Ich muss mich hier um ernsthafte Angelegenheiten kümmern. Gut, gut. Ich glaube, ich hab's jetzt nur noch mehr verkackt. Nee, hast du nicht. Und der Klaus den Typen nicht einfach. Er ist so intelligenter. Guck mal auf seinen Ruf. Ja, minus 35. Ist immer noch nur 35. So, folgendes. Bevor du jetzt den Heilstein vergibst. Katze folgen. Geh nochmal in das Haus rein, bitte. Katze. Und jetzt guck mal nach rechts oben. Also rechts. Skelett, Zwerg. Das da drin meinst du? So, das Buch da, was da steht, das kannst du mal noch lesen. Du liest doch so gerne Bücher. Oh Gott. Ja, ich lese zwar schon gerne Bücher, aber du weißt. Das ist ein ganz nettes Buch. Ansichten eines Zwergs. Schön von unten. Wissenswertes zum Thema der Zeit. Zusammengetragen von Paccarino, dem Regisseur. Hilmari, hau drauf. Klingt wie ein total schlechter Film.
Granitzwerg und Rechtsgelehrter vom hohen Ansehen in deinem Volk, hielt sich vor kurzem im Zuge einer Handelsreise durch das Herzogtum in Gasthaus zum Zwerg. Das habe ich doch schon gelesen, oder? Kann kein großer Verzwerg klären. Das ist ein Interview, das hast du bestimmt noch nicht gelesen, oder? Sowas ähnliches habe ich schon gelesen. Ach, ich lese es trotzdem nochmal. Rechtsgelehrter von hohem Ansehen in seinem Volk, hielt sich vor kurzem im Zuge einer Handelsreise durch das Herzogtum im Gasthaus zum Zwergenbrot auf und wurde dort von mir befragt. Also ich habe das anderes wegen einer Frau und so gelesen. Und einem Zwerg. Ich möchte die Aufrichtigkeit seiner Antworten keinesfalls in Frage stellen, aber Hilmar enthielt schätzungsweise ebenso viele Zwergenbier wie das halbvolle Fass. Ach so, so viel hat er gesoffen, das meint ihr damit. Und dass er sich während des Interviews lehnte. Ach so, das hat er während des Interviews gesoffen. Na, egal. Was steht da? PDR. PDR, das ist die Abkürzung für den Namen der Regisseur. Ach so. PDR. Wie lässt sich eigentlich die relativ geringe Körpergröße von Zwergen erklären? Ja, das ist dieser komische Zwerg da. Nein, da steht wissenschaftliche Erwägungen. Während wir größer müssen wir auch größere Tunnel graben, um uns nicht ständig die Köpfe zu stoßen. Wie groß können Zwerge denn maximal werden? Es gab einmal ein Zwerg, der Zwergenbier oder Met niemals auch nur anrührte. Der arme Kerl erreichte eine Körpergröße, die der von vier einander stehenden Zwergen entspricht. Deshalb trinken wir Zwerge schon von Geburt an Alkohol, damit sich unsere Größe in annehmbaren Grenzen bewegt. Wer war denn der kleinste Zwerg, von dem ihr jemals vernommen habt? Nun, da fehlt mir dieser eine Zwergen. Also Zwergensippe. Diese eine Zwergensippe, von der mir berichtet wurde. Es heißt, keiner von ihnen sei größer als die dreifache Breite meiner Hand. Einige verdammte Menschen sollen sie für Sklaven und zur Gartenarbeit gezwungen haben. Gartenzwerge. Graben kleine Schubkarren umherschieben und auch kleine Teilchen ihre Nahrung fischen. Unwürdig. Ganz und gar unwürdig. Noch mehr Bier. Weshalb schneiden sich Zwerge niemals den Bart? Was? Hoppla. Nein, da war ich. Was? Um auszusehen wie diese hässlichen Menschen oder Elfen. Niemals. Darauf noch einen Schluck. Die Feindseligkeit zwischen Elfen und Zwergen, ja, das wird in mehreren Spielen auch erwähnt, das ist nicht nur in diesem Spiel hier so, währt nun schon beinahe ewig, aber wir Menschen stehen die Ursache eurer Zwistigkeiten, verstehen die Ursache eurer Zwistigkeiten nicht. Und ich glaube, ich habe mich jetzt vom männlichen zum weiblichen Interviewer gemausert. Könnt ihr dazu etwas sagen? Es gibt keine Probleme mit einer Elfe, das nicht mit einer Kräftigachs zu lösen ließe. Ein altes Zwergensprichwort, ihr versteht. Die Wahrheit ist, dass diese Elfen von den Wäldern und die freie Natur bewohnt. Während die Zwerge Felsen, um Tunnel zu begraben, bevorzugen. Es ist eben schwer, jemanden zu mögen, mit dem man so gar nichts gemein hat. Aber trotzdem, all ihre Fehler sind mir auch schon eine der passablen Elfen untergekommen, obwohl sie nun wahrlich kein Zwergenbier vertragen. Wie viel Bier kann denn so ein einzelner Zwerg bei einem Trinkgelage konsumieren? Ich weiß es nicht. Wie viel Zwergenbier denn gibt es denn auf so einer Welt, auf dieser Welt? Welches Alter kann denn ein Zwerg maximal erreichen? Zwerg kann sehr, sehr alt werden im Vergleich zu euch Menschen. Menschen, Imps und die Orks erleiden alle einen tragisch frühen Tod für unsere Verhältnisse. Ich glaube, du alt zu sein, wenn ihr gerade mal die 100 erreicht habt. Für einen Zwerg ist das noch nicht einmal die Lebensmitte. Nur ein Elf kann noch länger als wir. Weshalb halten sich
Weshalb halten die Zwerge ihre Goldreserven zurück? Wenn ihr alles verkaufen würdet, was ihr mittlerweile angesammelt habt, werdet ihr alle steinreich. Es ist draußen Nacht geworden. So lange dauert das Interview schon. Nein, wären wir nicht. Wäre es Geld, gäbe ebenso viele Arme. Aber Gold wäre so gut wie wertlos. Die anderen Völker haben einfach keine Ahnung vom Prinzip der Inflation. Wieso waschen sich Zwerge niemals? Oh, das tun wir sehr wohl, Mensch. Aber wir verwenden nicht dieses ekelhafte Wasser wie die anderen Leute. Jeden Morgen genieße ich zusätzlich eine wundervolle, erfrischende Abreibung mit Kies. Danach sprengen wir uns mit etwas saurem Met. Dadurch werden meine Achseln schön klebrig und entfalten ein Aroma, dem kein Zwerg mal widerstehen kann. Man sagt, Zwerge habt in eurer Sprache über 1000 Wörter für Gestein. Weshalb so viele? Wie viele Wörter habt denn eure Sprache, um das Wetter zu beschreiben, Mensch? Stein ist eben unser natürlicher Lebensraum. Gesteinsschichten finden für uns ebenso bedeutend wie für euch Sonne, Wolken und Wind. Aber nun verschwindet diese süße kleine Zwergin mit dem dicken Oberarm, hat mir gerade eben zugeblinzelt. Ich sage euch ja bereits, diesen sauren Met könnt ihr sehr einfach nicht widerstehen. Philanilor, herzliche Grüße an eurer Mantrasam, gezeichnet Otto. Oh Gott, der Zwerg war echt krank. Ja. Ah. Ich finde es halt sehr interessant, wie sie die. Ja, ich weiß, du hast wieder diesen Bug aus. Du hast wieder diese Tastenkombination gemacht. Ich glaube, das hat irgendeinen Mausklick. Hast du vielleicht auf den Mausrad geklickt oder sowas? Ups, wollte ich nicht. Oder. Oh. Ja, jetzt ist es wieder normal. Ah, Wie hast du es gemacht? die Taste da, die unterm Tab-Stop. So, gut. Dann hätte ich noch einen kleinen Vorschlag, wenn das okay ist. Da wäre. Dass ich auch ein paar Dinge synchronisiere. Kein Problem. Weil ganz allein kann ich die sowieso nicht sprechen, also es ist viel zu anstrengend. Ja, vor allem, weil du so komisch synchronisierst. Ja, ich muss verschiedene Stimmen, weil kann ja jeder dieselbe Stimme haben. Das ist richtig, aber dieses ganze Geschmatze bei dem Zwerg war echt Nervig. etwas übertrieben. Ja, eigentlich wollte ich symbolisieren, dass er währenddessen Bier sauft, aber ich habe das nicht so wirklich hinbekommen. Ja, ich denke nicht, dass er während des Gesprächs Bier Das gesoffen hat. stand doch eben im Text, oder etwa nicht? Er hat gesagt, dass er da schon Bierintus hatte. Das heißt aber nicht, dass er den weiteren Bier Ach säuft während so, des dass er Gesprächs. besoffen ist. Ach scheiße, ich bin komplett falsch synchronisiert. Na egal. So, jedenfalls, es gibt, ich könnte dir natürlich jetzt Tipps geben, aber ich weiß nicht, inwiefern du das willst. Also du hast ja jetzt zwei Quests offen. Was wo? Tagebuch. Mindestens, eigentlich müsstest du sogar mehr als zwei Ja, haben. ich Ja. erinnere mich, dass Dema eingegeben hat. Im Tagebuch hast du auf jeden Fall Quests, ja. Guck doch mal nach, was du da so offen hast. Ja, der Typ wieder zur Vernunft bringen. Okay, das weiß ich. Aufgabe wurde gelöst. Eingang zur Katakomben. Zweite Teleportationspyramide finden. Ein Heilmittel für Simon finden. Kräuter für George sammeln. Ja, da habe ich versehentlich geklaut. Und ja, es war ein Versehen. Was ist denn das? Das sieht geil aus. Oh Gott, der Tod da oben. Ein Mittel gegen die Seuche finden. Okay, das war der Junge, also das hier ist vom Also Redner. grün ist gelöst, rot ist fehlgeschlagen und blau ist auch offen. Ja, die Seuche, das hat mir der Ritter da gesagt. Das war Simon, wegen der Quelle. Pyramide. Teleportieren. Mach ich ihn zuerst? Ich glaube.
solche, oder? So, so, das da fand ich auch sowas von geil. Die Last von alten Ja, die Charakterwerte sind schon recht schön. Ja, wie du schon richtig vermutet hast, die ändern sich noch, wenn du sie entsprechend deine Charakterwerte höher sind. Achso, das war das mit dem. Ja, das habe ich doch schon alles gesehen. Das ist aber auch irgendwie interessant. Ja, jedenfalls, ja, was die Aufgaben angeht, du hast halt jetzt noch diese neue Aufgabe gekriegt mit dem anderen Typen heilen, weil du halt beide ja. Weil du jetzt mit dem Zwerg gesprochen hast. Das hast du ja das letzte Mal nicht gemacht. Da hast du mit dem Exken gesprochen. Achso. Und ganz oben ist der Auftrag, wo du mit dem Zwerg gesprochen hast. Achso. Das heißt, die neuen Aufträge kommen immer ganz oben. Ja. Und du kannst übrigens das auch filtern, dass du Aufträge, die schon erledigt bzw. abgeschlossen sind, nicht mehr anzeigst. Das müsstest du auf die Hand klicken. Dann werden nur noch unabgeschlossene Aufträge angezeigt. Okay, und gelöste eben. Ja, aber das ist eine Unteraufgabe von der großen Aufgabe. Gut, ist. Ich sage schon mal ein bisschen um. Ich würde da noch nicht rausgehen. Warum sind da mega böse Monster? Ja, du hast ja die Katakomben unten noch nicht gemacht und die sind leichter als das, was da draußen an Gegnern rumwandert. Moment, da war der volle böse Knecht drin, oder? Oh, genau. Ja, ich würde wiederkommen. Ich nehme an, dass ich mit dem jetzt nicht handeln kann, oder? Du kannst mit dem handeln. Du kannst sogar deinen Ruf bei dem wieder erhöhen, dadurch, dass du mit ihm handelst. Ging das mit dem Handeln jetzt so schnell? Indem du ihn ansprichst. Ach, und so, dann auf Handeln ja. Klickst. Stimmt, das da oben. Das war, dass ich die Waren verschenkt habe, nicht wahr? Ja. Übrigens, Waren verschenken hat auch noch den Vorteil, dass du dabei den Ruf beim anderen Typen erhöhst. Ach so. Das. Also es ist nicht hundertprozentig scheiße, aber ich sag mal, am Anfang kannst du halt schon das Gold gebrauchen. Was ist das? Das sieht geil aus. Sturmsins. Kann ich auch nicht tragen. Verzierte Lederhandschuhe. Ja. Wenn ich das schon lese, verzierte Lederhandschuhe, dann spinnt sich in meinem Kopf ein Konflikt, weil eigentlich ist das vom Diablo 2 Denken her gar nicht möglich. Weil in Diablo 2 kann man auch Gegenstände verzieren. Allerdings, also Sockelfassungen, und wenn man dann Juwele oder irgendetwas reinstopft, dann wird es eben als verzierte, zum Beispiel verzierte Plattenrüstung, verzierter Speer oder irgend sowas angezeigt und Lederhandschuhe, die es auch in Diablo 2 gibt, die kann man eben nicht mit Sockeln ausstatten. Deswegen ist da jetzt irgendwie so ein Konflikt in meinem Kopf. Vielleicht ist es ja sogar exakt deswegen ein verzierter Lederhandschuh. Handball. Axt, okay. Was gibt's da noch? Wow. Wattierte Rüstung? Ja, mit Watte ausgestopft, aber. Hä? Ich noch nie gehört, wattierte Rüstung. Speer der Übelkeit. Jedes Mal, wenn man zusticht, muss man kotzen. Naja, der heißt so wegen Giftschaden 2. Gewicht 100. Oh. Dann muss ich Schild und Schwert weggeben. Ich weiß noch gar nicht, mit welcher Waffe ich meine Frau ausstatten werde. Naja, was willst du denn überhaupt spielen? Das weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, erstmal so ein paar Skelette und Ratten beschwören, die mir helfen. Also mehr als Magier oder was? Ja, so in der Art. Die Zaubersprüche sind auch nicht schlecht. Apropos, wie geht das, dass die Skelette und so weiter mir folgen? Weil irgendwie sind die irgendwo und machen, was sie wollen. Geh mal auf Fähigkeiten. Wo waren das da? Dann auf die Pfeile in der Mitte. Hm? Also das. So, jetzt gehst du bitte auf alle Fähigkeiten anzeigen. Und jetzt gehst du links unten, das zweite, unterste Reihe, zweites von links. Das da. Auch der Herrscher. Die mit Kontrollieren zu Minderbachen. Beziehungsweise Befehle folgen lassen. Oh, das kann dauern. Ja. Das heißt,
Wenn ich das nehme. Bis dahin laufen die zufällig herum und du kannst da halt bloß damit irgendwie ein bisschen befehligen, dass du sie an dem Ort beschwörst, wo sie halt kämpfen sollen. Die Ratte, wie ich schon erwähnt habe, kämpft übrigens nicht. Die Ratte ist lediglich so ein Vieh, das die Gegner ablenken soll von dir. Gut zu wissen, denn ich hätte zig Millionen Ratten gemacht. Weil ich dachte, ich kann angreifen. Die greifen nicht an, die laufen nur rum. Und die Gegner greifen halt die Ratte an, wenn die Ratte halt irgendwie ein bisschen höher Aggro hat als du. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Also es ist halt nur so ein klitzekleines Ding in der Hoffnung, dass es dich rettet, dass die Gegner lieber die Ratte angreifen als dich. Das heißt mit anderen Worten, ich kann Skelette beschwören, ich kann Kreaturen wiederbeleben und ich kann diesen dämonischen Gehilfen da holen. Als Figuren, die mir helfen. Mhm. Ich glaube, du könntest auch noch, kannst nicht auch noch einen Todesritter oder sowas rufen? Das ist doch der Todesritter, oder hat er nicht? Ach ja, stimmt. Ja, das sind halt die Viecher, die du wahrscheinlich dann rufen kannst. Das ist das, was ich jetzt wahrscheinlich habe. Blitzschlag, 10 bis 50. Ja, das kennt man ja von Blitz, weil... Bei Diablo hat er auch Mindestschaden, aber bei Diablo ist der Mindestschaden bei Blitz immer nur 1, was ich echt scheiße finde. Sie ist für 3 Zeiteinheiten, also wahrscheinlich für 3 Sekunden angefroren. Und in der Wand, das ist die Feuerwand. Gegnerische Wandbewohner erhalten 4 bis 2 Blitzschaden. Warum Blitz? Das ist doch Feuer. Ist es eine andere Wand, als du denkst? So. Giftwolke. Es entstehen 4 Wolken. Elementarhagel. Das klingt geil. Elementarschlag. Eigentlich könnte ich den ganzen Party nur stehen und... So, das ist wahrscheinlich so ein Aura-Zeug, wie der Paladin aussah. Das ist ein mächtiger und nützlicher Unsichtbarkeitsspruch. Lebenskünstler, kann man ja noch irgendwo Viecher beschwören oder ist das einfach nur da rechts unten? Du kannst noch die Geschenke machen, die tödlichen Geschenke und sowas. Es ist auch bei Überlebenskünstler. Tödliche Geschenke. Da links eins runter. In diesem Zimmer? Nicht das da. Ja. Da kannst du noch die Todesskorpione beschwören. Bleiben die an Ort und Stelle oder bewegen die sich? Die sind genauso wie andere beschworene Kreaturen. Wenn du keine Aura der Beherrschung hast, kannst du es auch nicht kontrollieren. Ja. Die Aura der Beherrschung muss ich wahrscheinlich nur einmal nehmen. Je nach Skillpunkte, wenn du einen Skillpunkt hast, kannst du eine Kreatur beherrschen. Wenn du 5 Skillpunkte hast, kannst du 5 Kreaturen beherrschen. Oh, das ist ja alles mega groß hier. Und das ist es ja gerade, bei Diablo 2 kann man nur, hat jede Figur einen begrenzten Fertigkeitsbaum. Da hier eine Figur quasi alle Fertigkeiten verwenden kann, ist das ziemlich riesig. Ja, aber du kannst nicht endlos hochleveln, von daher kannst du auch nur begrenzte Fähigkeiten. Bei Diablo kann man auch nicht endlos hochleveln, geht auch nur bis maximal 20. Hallo. Muss ich jetzt überhaupt hin? Wie wär's mit weiterkommen? Das Buch hattest du, glaube ich, schon gelesen. Ja, hatte ich. Weiterkommen, super. Ich spiel so ein spannendes Zeug, Steve ist schon lange gepennt. Stimmt, ich habe einen zweiten Hebel gesucht. Moment, da war ich doch schon. Stimmt, ich glaube, ich bin abgehauen, weil ich keine Tränke mehr hatte. Ich erinnere mich gerade wieder. Sind die Tränke ausgegangen? Das war's. Ist gar nichts. Achso, hier geht's weiter. Nein! Nein! Hau ab! Skelett, gib ihm! Was hast du denn jetzt gemacht? Spiel ist abgestürzt. Ja. Das passiert. Das ist Kacke.
Der Part geht 32 Minuten. Ich verabschiede mich. Das war der Divine Divinity. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye bye. Ciao. Ciao.